Morgen. Morgen. Beim Paul auch mit dabei. Heute nehme ich dich ein weiteres Mal mit auf unsere Deutschlandrundreise. Auf zwei Motorrädern reisen wir fast 3000 Kilometer durch unser Land, um Landschaften kennenzulernen, die wir zuvor noch nie besucht hatten. Wir, das sind Mike Fantomas auf seinem Boxer und Heiner Kowalski auf seinem Zwilling. Unsere Route, deren Form auf der Karte sich am ehesten als deformierte Raute beschreiben lässt, führt uns im Uhrzeigersinn rundherum durch Deutschland. Wir starten planmäßig um 10 Uhr in Berlin und fahren durch Spreewald und Oberlausitz bis ins Elbsandsteingebirge. Der Naturpark Dahme-Heideseen ist eines von 15 Großschutzgebieten in Brandenburg. Das fast 600 Quadratkilometer große Gebiet ist geprägt von großen Waldflächen, vielen Seen sowie von der Dahme, einem Nebenfluss der Spree. Der Spreewald ist ein ausgedientes Niederungsgebiet und eine historische Kulturlandschaft im Südosten Brandenburgs. Hauptmerkmal ist die natürliche Flusslaufverzweigung der Spree, die durch angelegte Kanäle erweitert wurde. Als Auen- und Moorlandschaft besitzt sie für den Naturschutz überregionale Bedeutung und ist als Biosphärenreservat geschützt. Ortsnamen werden in der Lausitz auf den Straßenschildern zweisprachig angegeben, auf Deutsch und auf Sorbisch. Die Sorben sind ein slawisches Volk, sie leben in Sachsen und Brandenburg und sind in Deutschland als nationale Minderheit anerkannt.
Die Sorben haben neben ihrer eigenen Sprache und Kultur eine offiziell anerkannte Flagge und Hymne. Eintrag ins Reisetagebuch, Montag, 14.09., 22 Uhr. Optimales Wetter heute, wenn man von 2 Stunden Fahrt durch den Regen mal absieht. Kilometerstand 2295, Reifenprofil ausreichend. Wir haben uns im Hotel Berghof in Lichtenhain einquartiert. Sehr komfortabel und super günstige Preise. M befindet sich bereits auf dem Rückweg nach Berlin, da sie morgen leider wieder arbeiten muss. Unsere Reise setzen wir zu zweit fort. Heute wandern wir durch die Sächsische Schweiz, so heißt der Nationalpark im Elbsandsteingebirge. Wir starten direkt am Hotel und erreichen in einer halben Stunde das Kirnitschtal. Dort gehen wir einen Rundweg über die Affensteine, so der Name dieser langgestreckten Felskette. Ja, wir müssen immer da lang. Also laut App geht der Weg genau hier. Ja. Kleiner Winterberg, du müsst da lang gehen. Okay. Das Mittelgebirge ist durch bizarre Felsformen geprägt. Es ist vorwiegend aus Sandstein aufgebaut. Ja, könnten wir jetzt auch hochklettern. Kein Problem. Hat ja genügend Löcher in der Wand. Ja. Die löchrige Felsstruktur entsteht durch Erosion. Durch die Einwirkung von Schwefelsäure werden Sandkörner abgesprengt. Der durch chemische Prozesse entstehende Gips festigt die Ränder der Löcher. Der Boden besteht teilweise aus losem Sand. Dies merkt man auch beim Begehen der Wanderwege. Der Boden fühlt sich angenehm weich an.
Das Elbsandsteingebirge erstreckt sich über eine Fläche von etwa 700 Quadratkilometern in Sachsen und Böhmen und erreicht Höhen von über 700 Metern. Der Nationalpark Sächsische Schweiz ist über 90 Quadratkilometer groß und liegt rechts von der Elbe im deutschen Teil des Mittelgebirges. Der tschechische Teil wird als Böhmische Schweiz bezeichnet. Auf dem Weg zum Lichtenhainer Wasserfall widmen wir unsere Aufmerksamkeit noch der Kirnitschtalbahn, deren Geräusche uns bereits während der Wanderung faszinierten. Die Bahn sorgt während ihrer Fahrt durchs Tal für eine bizarre Klangkulisse im Wald und auf dem Berg. Die Bahn dient vorwiegend touristischen Zwecken und verkehrt zwischen Bad Schandau und dem Lichtenhainer Wasserfall. Wir nutzen sie heute nicht als Verkehrsmittel, sondern belassen es bei ein paar Bild- und Tonaufnahmen an der Endhaltestelle.
Diese Amphibie hat sich im Lichtschacht des Badfensters verirrt. Nach der gelungenen Rettungsaktion lassen wir den Abend bei einem kühlen Rechenberger vom Fass ausklingen. Wir genießen den Sonnenuntergang, ehe es am nächsten Tag in Richtung Erzgebirge weitergeht.